Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein Alchi-Achievement angucken und zwar finden wir das einmal unter Berufe und dann Alchi und hier kam mit Patch 10.1.7 der Erfolg rein, Eisen zu Händlergold. Und dafür müssen wir Folgendes machen, stellt alle der folgenden Steine der Weisen her. Und ja, das sind einige. Das erste, das Grundding heißt Stein der Weisen und die anderen heißen dann immer Alchemistenstein. Und das sind einige, das sind alle möglichen Alchemistensteine aus allen möglichen Expansions. Wir werden jetzt nicht jeden durchgehen, schlichtweg deswegen. Die allermeisten sind einfach Items, die kriegt ihr beim Händler gelernt. Und Mats könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen und craften. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend. Bei ein paar von den Steinen muss man vielleicht ein bisschen was wissen. Beziehungsweise gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die ich euch mit an die Hand geben kann. Und ich würde sagen, da gucken wir rein. Als allererstes die hier ganz unten, die aus hier Burning Crusade, also Alchemie der Scherbenwelt, da braucht ihr ein Alchemielabor, ne? Und zwar ist es immer so, dass ihr den Grundstein, den hier herstellen müsst, den Alchemistenstein, und wenn ihr den gecraftet habt, ist relativ teuer, braucht ihr den immer für eine zweite Version, für eine upgraded. Und dann gibt es halt 4 upgradete Versionen und für alle diese braucht ihr ein Alchemistenlabor. Wo ist das Alchemistenlabor? Naja, ihr müsst einfach nach Burning Crusade, also hier Scherbenwelt, dann sind wir einmal in Shadrath hier drin. Und dann gibt es hier zwei so Arakoa-Bäume und auf dem linken ist ein so ein Alchemielabor. Etwa hier sollte das sein, ne? Genau kann ich es jetzt nicht sagen. Das waren, glaube ich, die Koordinaten 43, 19. Ihr könnt auch nochmal eine Stadtwache hier fragen. Da gibt es auch einen Dialog unter Berufe. Wo ist das Alchemistenlabor? Dann macht ihr euch einen Pfeil auf die Karte, ne? Aber hier, meine ich, war das. Oder, na doch, ich glaube, es war im linken Baum. Könnte aber auch im rechten sein. Genau, also da müsst ihr dann einmal her und da könnt ihr die Dinger craften. Genau, das war jetzt das Erste, was wir gucken wollten. Das Zweite, also die ganzen anderen, hier Nordend, alles nur Händlermats, alles easy. Cataclysm ebenfalls, Pandaria, dasselbe, gar kein Stress. Verheerte Küste, gibt es zwei Sachen, wo ihr vielleicht ein bisschen was wissen müsst. Und zwar Geschichte Nummer 1, Blut von Sargeras. Das ist eine seelengebundene Materialie, die bekommt ihr eigentlich auf komplett... in komplett Legion von allen möglichen Mobs, wo ihr es vielleicht ganz gut farmen könnt. Dungeon-Bosse droppen, das glaube ich ganz okay. Also da könnt ihr mal gucken. Und Ursagarit ist quasi auch eine seelengebundene Materialie und die bekommt ihr auf Argus. Ne? Also da auch von allen möglichen Mobs, Kisten, die kann man auch, glaube ich, wenn man Kräuterkunde macht, kann das mit dabei sein. Es gibt es aus allen möglichen Quellen. Bloß, dass ihr da so ein bisschen Bescheid wisst. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptteil, warum ich das Video mache. Und zwar... Alchemie Kultiras. Da wird es nämlich jetzt knackig. Eine kleine Randinformation vorher noch, bevor wir da jetzt tiefer reintauchen. Alchemie Dracheninseln, diese hier, die braucht ihr nicht. Da braucht, würdet ihr auch jedes Mal einen Funken brauchen. Wäre ein bisschen blöd. Die braucht ihr aber nicht herstellen. Und ja, kacke wird es jetzt in Alchemie Kultiras. Oder wenn ihr Hortler seid, ist es Zuldazar. Oder, ja doch, ich meine. Und hier ist es so, da braucht ihr mehr Expulsum. Und um Expulsum zu bekommen, falls ihr jetzt die Expansion nicht so gespielt habt, müsst ihr diesen Scrapper freischalten. Große Freischaltung ist es nicht, da werden wir nachher hingehen. Da könnt ihr quasi Items aus BFA klein machen. So, jetzt könnt ihr natürlich lostigern und Items besorgen und die da klein machen. Ihr müsst 10 Items klein machen, 20, dann kriegt ihr ein Expulsum raus. Also es dauert ein bisschen. Was ich euch empfehlen kann, sucht euch einen Schneider oder macht mit irgendeinem eurer Twings Skilled Schneider und ihr bekommt gleich am Anfang... könnt ihr quasi dann Handgelenke schneidern. Oh, ich habe den jetzt auf Schneider, aber der hat gar kein hier Schneider von Kultiras. Aber das können wir halt kurz lernen, dann können wir es uns angucken. Ist jetzt nicht so wild, genau. Und da könnt ihr nämlich Expulsum schaffeln, das werden wir uns gleich anschauen. Bevor wir das jetzt aber machen, erkläre ich euch jetzt weiter das System. Und dann werden wir auch noch, jetzt schauen wir mal, Stein hier. Ah, ich muss komplett... Stein, genau. Und hier haben wir nämlich noch ein paar mehr Sachen, die wir brauchen. Also Expulsum zeige ich euch gleich, wie wir schaffen. Wir müssen aber dann auch noch Items herstellen, die weitere seelengebundene Mats brauchen. Und zwar ist es so, dass es in BFA 4 Contents gab und in jedem Content gab es Alchemistensteine. Und bei diesen Alchemistensteinen gab es immer den Grundstein, ne? Den könnt ihr euch einfach mit Expulsum und den Grundmaterialien herstellen und dann gab es immer auch noch Steine mit höherem Item-Level, da brauchte man Raid-Mats. Zum Beispiel die Blutzellen, die sind aus dem Raid Uldir
Und Uldir ist ein Raid, den habt ihr einmal auf Zandala. Und zwar hier ist Uldir, ne? Also da müsst ihr rein. Ist eine BFA-Raids-Instanz. Mit einem gut equippten Char kann man das solo machen. Zumindest bis Gahun, aber am besten geht er mit ein paar Leuten rein. Von den Blutzellen funktioniert die Geschichte so. Ihr bekommt, ich meine, im Normal eine, im 10er 10 und im 25, oder im, ne, im Normal eine, im HC bekommt ihr 10 und im Mythic bekommt ihr 20 pro Boss. Heißt, am besten lauft ihr Mythic. Hier für das erste Teil braucht ihr 25 und für das zweite, im zweiten Upgrade braucht ihr 250. Das läuft im Endeffekt so, dass wenn ihr die niedrigere Stufe baut, kriegt ihr das Rezept für die höhere Stufe. Für das Achievement müsst ihr nur die höchste Stufe bauen. Da ihr das Rezept aber nur kriegt, wenn ihr die niedrigere Stufe gebaut habt und dann quasi die höhere, ne, also quasi erst die niedrige, die allerniedrigste bauen, dann kriegt ihr das mittlere Rezept, dann die mittlere bauen und dann kriegt ihr das höchste Rezept. Ja. Die Dinger könnt ihr immer in den Scrubber packen und kriegt dann die Materialien zu einem Teil wieder. So die Hälfte, zwei Drittel kriegt ihr wieder, das werden wir uns dann halt auch gleich angucken. Und ja, vor allem für die Blutzellen ist es wichtig, dass ihr da nicht so viele farmen müsst und für das Expulsum. Selbiges System gibt es dann auch noch im zweiten Content. Und das ist hier einmal dann die Schlacht um Dazar Alor. Die zeige ich euch auch kurz auf der Map. Die Schlacht um Dazar Alor ist auch auf Zandala. Und ja, da könnt ihr quasi als Hordler, könnt ihr glaube ich hier hinten rein. Da geht das irgendwo hier bei der Stadt rein und als Allianzler geht das in Kultiras los und zwar habt ihr hier das Portal, ne? Könnt ihr direkt, da fährt ihr quasi mit dem Bötchen rüber und greift die Stadt an, um es jetzt mal flapsig auszudrücken. Genau, also das sind die Sachen. Und hier ist es halt auch wieder, es gibt quasi eine Grundversion und dann gibt es halt wieder so ein Upgrade, ne? Da braucht ihr dann beim 21 hier Atem von Bonsandi, hier braucht ihr dann quasi 200. Und die große Version braucht ihr wieder. Im Normal gibt es 1, im 10er gibt es glaube ich 10, im Normal 1, im HC 10 und im Mythic 200. Ich sage immer Normal und 25, aber das sind ja quasi Normal, HC, Mythic, genau. Also am besten wieder Mythic reingehen, dann kriegt ihr eigentlich die 200 zusammen. Gut, und dann haben wir quasi den dritten und vierten Content und hier funktioniert es jetzt anders. Hier ist es jetzt nicht mehr, dass wir quasi Mats aus den Raids brauchen, sondern für Content 3 und 4 in BFA hat Blizzard das System umgestellt und ihr braucht zwar jetzt immer noch Expulsum, aber ihr braucht keine Materialien aus dem Raid mehr, zumindest direkt zum Craften, sondern ihr müsst immer so ein physisches Item herstellen oder so einen physischen Titel herstellen. Hier haben wir zum Beispiel den leeren Fokus für den vierten Content und den müsst ihr upgraden, ja. Der hat auch wieder drei Upgrade-Stufen. Erste Upgrade-Stufe schaltet ihr immer über eine Quest frei. Und die zweite und dritte müsst ihr quasi Materialien im Raid sammeln. Und dann habt ihr, könnt ihr dieses Ding quasi hochbasten. Wir schauen uns jetzt exemplarisch für den vierten Content an, weil ich hier gerade stehe. Und für den dritten gehen wir dann halt auch gleich hin. Also, als allererstes jetzt für den für die vierte Season oder vierter Content in BFA ist es so, dass wir erstmal eine Quest hatten, wo wir einen Umhang freischalten. Und zwar diesen Legendary-Umhang. Das müsst ihr einmal machen. Das könnt ihr, geht quasi, ich meine in SW bzw. in Urgrimmar ging das los, diese Questreihe. Und dann musste man hier in die Herzkammer und dementsprechend dann hier rüber nach, wie heißt das Gebiet, Uldaman. Und dann musste man nach Pandaria, auch hier einmal in das Tal der ewigen Blüten. Und dann hat man quasi eine andere Version, die man auch umschalten kann bei Zistormi, falls ihr das schon freigeschalten habt. Und hier ist es so, dass wir dann Angriffe haben. Wir haben dann immer einen Angriff des Schwarzen Imperiums und einen Angriff quasi von einer anderen Fraktion. Ne? Das wechselt immer. Und jetzt ist es so, wir schalten als erstes den Umhang frei. Sobald wir den Umhang freigeschalten haben, hauen wir quasi Mobs um. Und zwar hauen wir Mobs um in der Invasion von Enzot. Ja? Also heißt, die ist aktuell hier in Pandaria. Da könnt ihr immer drüber fahren, Schwarzes Imperium. Und dann kann ein Quest-Item droppen. Und für dieses Quest-Item müssen wir dann 10 weitere Items holen. Und zwar von Castern. Ja? Wenn die Enzot-Invasion ist, dann könnt ihr, glaube ich, hier oben sind ein paar Caster, die ihr umhauen könnt. Und wenn die Enzot-Invasion in Uldum ist, dann waren, glaube ich, hier in der Stadt unten ein Haufen Caster. Die müsst ihr umhauen, bis ihr diese 10 Tokens habt. Und dann könnt ihr quasi hier in die Herzkammer gehen. Die Herzkammer ist quasi etwa hier in Silithus, ne? Das könnt ihr auch wieder bei Zistormi umschalten, falls ihr das umgeschaltet habt, falls das große Schwert hier nicht drin steckt.
und dann könnt ihr hier quasi diesen Lernfokus aufbauen. Wenn ihr den Lernfokus habt, dann könnt ihr quasi die erste Version machen. Seht ihr, Lernfokus, jetzt stehe ich da gerade dran, das kann ich bauen. Meiner heißt jetzt schon hier verstärkter Lernfokus. Dann ist es so, dass ihr eine Quest kriegt von Furion, dass ihr den upgraden könnt. Wenn ihr den upgradet, dann kriegt ihr den verstärkten Lernfokus und könnt die zweite Version von dem Teil bauen. Ja? Und ihr kriegt, wenn ihr die erste baut, kriegt das Rezept vom zweiten. Wenn ihr die zweite baut, kriegt das Rezept vom dritten. Und fürs Achievement müsst ihr jetzt das dritte Ding holen. Und da braucht man den schrecklichen Lernfokus. Und das ist auch wieder eine Quest, die kriegt ihr von ihm. Und wir müssen da 200 Wahnsinnsfetzen holen. Wo kriegen wir die Wahnsinnsfetzen her? Naja, in den Raid, der zu dem Content gehört. Heißt, wir gehen einmal in den Raid rein. Je nachdem, wo die Invasion ist, ist wenn dann das Raid-Portal hier in Uldum. Oder das Raid-Portal ist quasi einmal in Pandaria, hier unten haben wir es. Und zwar, jetzt ist es hier auf der Map auch angemarkt, Nyalota, die ewige Stadt. Es ist, also das Portal ist halt immer da, wo die Invasion vom Schwarzen Imperium ist. Das switcht halt wöchentlich. Eine Woche ist es in Pandaria, die andere Woche ist es in Uldum, genau. Und da geht er rein. Ist selbe Spiel wie überall. Ein Teil im Normal, 10 im HC und 20 im Mythic. Diesmal habe ich es richtig gesagt, genau. Und ja, ich habe das eben gemacht, kann jetzt quasi hier meinen Lernfokus auf die größte Stufe upgraden, seht ihr, schrecklicher Lernfokus, jetzt heißt das Ding, achso, der muss jetzt hier noch was labern, okay, warte mal kurz, lass mal seinen Moment, zack, jetzt tut er das upgraden und jetzt müsste es, ja, schrecklicher Lernfokus, so, und jetzt kann ich quasi hergehen und das Ding hier craften, ne, schrecklicher Lernfokus, so funktioniert das, das machen wir jetzt mal. Zack, haben wir das Teil. Und jetzt zeige ich euch das mit dem Expulsum und dann gucken wir uns noch die quasi von der dritten Season das Ding an, also Nasjata, wie das funktioniert. Da ist es nämlich relativ ähnlich. Also wie gesagt, ihr könnt das den ganzen Bums hier erst machen, wenn ihr euch den Legendary-Umhang geholt habt. Also den müsst ihr euch halt erspielen, ne? Das ist ganz wichtig. Und ja. So. Ja, genau. Jetzt holen wir uns aber vorher noch einmal Schneider kurz hier von der Expansion. Und dann zeige ich euch, was ihr am besten craftet. So, jetzt schauen wir mal, das müsste der Schneiderlehrer sein. Nee, das ist er nicht. Der kann mir auch kein Schneider lernen. Der hier vielleicht, oder? Ja, also, das lernen wir. Da können wir aber viel lernen. Ja gut, das ist eigentlich wurscht. Was ihr braucht als Schneider aus Kultiras ist... Nee, nicht die Verbände, das auch nicht. Hier, die Armschienen. Die müsst ihr craften. Die kosten 10 Stoff und 5 Faden. Kauft ihr das im AH, kostet es 4 Gold 20 aktuell ein Ding. Und davon stellt ihr halt ewig viele Dinger her, ne? Und dann steckt ihr das hier rein in den Schrottomat. Die Quest könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr habt das automatisch hier freigeschalten. Da könnt ihr dann Items reinstecken. Und diese Items werden quasi dann klein gemacht. Ihr kriegt Materialien zurück. Und wenn ihr einiges klein macht, kriegt ihr halt auch Expulsum raus. Ja, also das, was wir für alles brauchen. Wichtig, geht von groß nach klein. Heißt, stellt erst die Sachen her, die viel Expulsum kosten und dann die wenig kosten, denn ihr kriegt immer einen Teil Expulsum zurück. Ja? Und wenn ihr es so rum macht, habt ihr halt den Vorteil, dass ihr erst quasi 60, 70 Expulsum schaffelt und dann könnt ihr eigentlich alles craften. Also müsst ihr nicht 200, 300 Expulsum, müsst das nicht alles zusammenrechnen. Ich brauche hier 40, da irgendwie 30 und so, weil ihr kriegt ja wie gesagt immer ein bisschen was zurück. So, ich zeige euch das jetzt mal hier in dem Steinchen. Wenn ich das jetzt hier reinpacke, machen wir das klein. Und jetzt habe ich einige Mats zurückgekriegt. Oh, das seht ihr jetzt nicht. Warte mal, kann ich den Chat... Bearbeitungsmodus, das packe ich euch jetzt mal kurz hier hoch. Also ihr seht, ich habe... hier die Blumen zurückgekriegt, ne, und 35 Expulsum habe ich zurückbekommen, ja, also 60 haben wir gezahlt, 35 gab es zurück, ne, das wollen wir verlassen, das wollen wir nicht speichern, und ja, das könnt ihr halt mit diesen Handgelenken auch machen, und übrigens die Blutzellen und Breath of Bonsani oder Atem of Bonsani im Deutschen, das kriegt ihr auch zurück, ne, gut, soweit dazu, dann gehen wir jetzt noch einmal runter nach Nasjata. Und dann gibt es noch zwei Items, die ich euch zeigen muss, bei denen es noch ein bisschen komplexer ist. Und dann sind wir auch schon durch. Wird jetzt hier doch ein bisschen länger. Ihr seht schon, eigentlich wollte ich dafür kein Video machen. Aber manche Systeme, wenn man da nicht aktuell gespielt hat,
sind ein bisschen schwierig zum Durchsteigen, deswegen versuche ich es jetzt hier ein bisschen zu erklären. So, jetzt haben wir hier quasi den nächsten Fokus, ne? Das ist jetzt der strahlende apsychische Fokus oder irgendwie so ähnlich. Und der funktioniert eigentlich genauso wie jetzt der aus der vierten Season in der Herzkammer. Hier ist es auch wieder so. Warte mal, jetzt scrollen wir da einmal hin. Genau. Also, wo haben wir es denn? Ermächtigter. Also, wir haben als erstes den wiederhergestellten apsychischen Fokus. Wenn wir das craften, kriegen wir den Ermächtigten und mit der letzten Quest kriegen wir den Strahlenden. Wo fängt das Ganze an? Naja, ihr müsst erstmal die Grundquest in quasi Boralos oder als Hordler in Zuldazar spielen, dass ihr hier quasi Nasjata freischaltet. Dann müsst ihr die Main Nasjata Questreihe spielen, bis ihr hier unten 15 Naga töten müsst. Ich meine, zwischendrin muss man dann mit Magni auch mit und in der Herzkammer nochmal was machen. Und dann gibt es auch so ein kleines Szenario, wo ihr dann nach Netarions Lair rein müsst und so. Also in so ein Szenario-Event. Also das ist dauert schon einen Ticken. Und irgendwann habt ihr eine Quest, da müsst ihr 15 Naga töten. Und irgendwo hier unten ist dann so ein zerbrochenes Teil. Das gibt eine Quest, seht ihr auf der Map auch. Ihr solltet im Optimalfall niedrigstufige Quests anmachen. Die nehmt ihr an und dann müsst ihr das hier abgeben. Dann habt ihr quasi den Fokus Stufe 1. Und ja, dann läuft halt das Spielchen, wie es in der vierten Season auch schon war, wie ich es erklärt habe. Dann kriegt ihr hier eine Quest. Die schickt euch quasi in den Raid rein. Also hier in den, ich weiß es gar nicht mehr, der von Ashara. Eternal Palace heißt der Laden. Genau, brauchen wir jetzt nicht nachschauen. Da müsst ihr rein und ihr kriegt halt auch wieder im Normal 1 Token, im HC 10 und im Mythic halt 20. Ne? Und dann baut ihr halt den ersten auf und dann danach den zweiten, den ganz großen. Und jetzt müsst ihr halt dann auch wieder quasi Stufe 1 craften, um Rezept für Stufe 2 zu kriegen. Stufe 2 craften, um Rezept von Stufe 3 zu kriegen. Genau, das war's eigentlich. Gut, soweit sind die Raid-Teile. Und dann haben wir aber noch zwei Sachen, die wir auch noch bauen müssen. Und zwar, wo haben wir sie? Alchemistenstein. Jetzt gucken wir mal. Genau. Es gibt dann noch blutiger Alchemistenstein und es gibt noch den letzten, der mir fehlt, gezeiten Alchemistenstein. Hier ist es auch wieder so. Ganz normale Blumen, Auktionshaus, Expulsum, Schaffeln und jetzt haben wir hier den Gezeitenstein. Wir brauchen 15 Gezeitensteine und das ist ehrlich gesagt das Beschissenste. Die Gezeitensteine bekommt ihr aus Mythic Dungeons vom Endboss, immer einen. Heißt, ihr könnt aus jedem Dungeon einen Gezeitenstein kriegen. Und jetzt gucken wir mal rein, unter Dungeons, BFA. Es gibt insgesamt 10 Dungeons. Wir brauchen 15 Steine. Mythic kann man einmal die Woche laufen, ist eine Logout-ID. Heißt, ihr könnt maximal 10 Steine die Woche kriegen. Ihr müsst 2 Wochen halt warten, bis ihr das zusammenkriegen könnt. Mit einem 70er-Char könnt ihr easy durch einen BFA-Mythic-Dungeon durchlaufen. Gar kein Stress. Ne? Kleine Randinformation. Wenn ihr keine Klasse habt, die andere heilen könnt, könnt ihr Tempel von Zitralis schon mal vergessen. Da müsst ihr den Endboss heilen. Und Operation Mechagon dauert ewig. Ich würde euch empfehlen, 8 Dungeons zu machen, die beiden wegzulassen. Und in der nächsten Woche nochmal 7 Dungeons zu machen und dann habt ihr hier genug Steine zusammen, könnt das Ding craften. Es gibt noch einen weiteren, den ihr bauen müsst, und zwar blutige Alchemistensteine, aber auch der Hydrokerne. Hydrokerne sind, ich glaube in der ersten oder zweiten Season, ich meine in der ersten Season, sind die aus den Mythic Dungeons gedroppt, die droppen aber nicht mehr. Jetzt denkt ihr euch, kacke, kann ich das nicht mehr kriegen? Nicht so wild. Ihr könnt diese Dinger hier umtauschen, und zwar es gibt einmal, jetzt muss ich mal gucken, wo die Umtauschmöglichkeit ist, genau. Ihr könnt Hydrokerne bekommen, indem ihr Gezeitenkerne und so ein komisches Wasser nehmt. Dann sind die Gezeitenkerne natürlich weg. Heißt, wenn ihr clever seid, dann baut ihr euch als allererstes quasi den großen, also hier das mit Gezeitensteine, ne, farmt 2 Wochen diese Teile. Dann packt ihr den in den Scrabber, kriegt alle Gezeitensteine wieder, habt den fürs Achievement abgehakt, wandelt die Teile dann hier um und craftet dann quasi das andere Teil, was ihr braucht. Ne? Und dann ja, habt ihr alle. Ihr könnt übrigens auch hier Breath of Bonsandi umwandeln in Blutzellen. Heißt, ihr könnt auch nur die
Angriff von da oder Schlacht um Dazar'alor-Instanz laufen und die dann umwandeln. Das könnt ihr auch machen. Ja. Ich hatte die zum Glück noch rumliegen. Genau. Das waren jetzt so die ganzen komplexen Sachen. Wie gesagt, zu den ganzen vielen, wo man einfach nur gegen normale Mats herstellt. Ich glaube, das lassen wir jetzt raus. Video ist jetzt schon lang genug. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt verständlich war. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.